Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer PCAMG Sunday News. Diese Woche ist es endlich geschehen. Sowohl die RTX 3060 mit 12 GB als auch Intels 11900K wurden im Zuge der CES diese Woche offiziell vorgestellt. Daher schauen wir uns zum einen einmal die RTX 3060 etwas genauer an und gucken, welche Abstriche man leistungstechnisch im Vergleich einer RTX 3060 Ti machen muss. Ist sie am Ende wirklich der verhoffte Preis-Leistungskracher? Des Weiteren nehmen wir aber auch Intels 10900K etwas genauer unter die Lupe und klären die Frage anhand von offiziellen Benchmarks, ob es Intel geschafft hat, sich die Gaming-Krone von AMDs Ryzen 5900X wiederzuholen. Doch bevor wir uns diesen spannenden Fragen widmen, schauen wir uns wie gewohnt erstmal das PCAMG-Setup der Woche aus unserer Community an. Das heutige Setup stammt von Nukin Duke. Ich hoffe, ich habe den Namen soweit richtig ausgesprochen. Beim Gehäuse setzt er auf das beliebte Fantex Evolve X. Dieses ist auch bearbeitet, das heißt, er hat da so eine Wabenoptik reingemacht, sowohl in der Front als auch im Deckel des Gehäuses, was natürlich zum einen erstmal sehr, sehr schick aussieht, zum anderen aber natürlich auch den Airflow des Gehäuses etwas optimiert. Beim PC an sich hat er sich für ein Intel-System entschieden. Hier kommt nämlich das Z490 Phantom Gaming zum Einsatz. Darauf verbaut ist ein Intel i9 9900K und diesen kühlt er dann entsprechend mit einer Aorus Liquid Cooler Kompaktwasserkühlung mit einem 360mm Radiator. Als Grafikkarte setzt er auf die FGAR 1080 Ti in der White Edition, hat hier gleich 32 GB Arbeitsspeicher verbaut. Dieser setzt sich aus 2x16 GB Ballistic Sports RAM zusammen. Als Netzteil kommt hier ein Aerocool P7 mit 650 Watt zum Einsatz. Bei den Festplatten hat er gleich auf 4 Stück gesetzt, bestehend aus einer FireQt 520 M2 SSD mit 1 TB und 3 weiteren Seagate Barracuda SSDs mit auch jeweils 1 TB. Auch bei den Monitoren hat er sich nicht lumpen lassen, sodass hier gleich 4 Stück zum Einsatz kommen. Und ja, auch im Generell muss ich sagen, ein sehr, sehr schickes und schönes PC-Setup. Kommen wir nun aber endlich direkt zu den News Nummer 1. Ich habe ja bereits in vielen anderen News-Folgen in der Vergangenheit angezweifelt, dass Nvidia hier eine RTX 3060 mit 12 GB rausbringt und diese sogar noch preislich unter der RTX 3060 Ti positioniert. Doch Nvidia hat das tatsächlich getan. Denn am Dienstag haben sie die CES genutzt, um unter anderem die RTX 3060 offiziell vorzustellen. Mit einem UVP-Preis von nur 319 Euro riecht das für mich schon quasi förmlich nach einem wahren Preis-Leistungskracher. Doch welche Abstriche muss man hier im Vergleich zu einer RTX 3060 Ti machen? Dafür schauen wir uns die technischen Daten einmal im Vergleich an. Der Basistakt der RTX 3060 beläuft sich auf 1320 MHz. Hier ist er also schon mal etwas langsamer als seine RTX 3060 Ti. Schaut man sich hierbei hingegen den Boosttakt mit 1780 MHz an, ist sie sogar etwas schneller als die RTX 3060 Ti. Spätestens bei den CUDA-Kernen bemerkt man allerdings, dass hier schon gewaltige Einschnitte vorgenommen wurden. So verfügt die reguläre RTX 3060 lediglich nur 3584 CUDA-Kerne, sodass sie ganze 1280 weniger als eine RTX 3060 Ti hat. Dafür kann sie aber gleich mit ganzen 12 GB GDDR6 Speicher auftrumpfen. Dieser ist allerdings langsamer angebunden, sodass wir hier lediglich nur noch auf ein 192-Bit-Interface zurückgreifen können. Die TDP beläuft sich hier auf 150 Watt. Da Nvidia in allgemein bei einem Einsteigermodell aus der RTX 3000er Serie schon ganze 12 GB VRAM verbaut, ist auch davon auszugehen, dass die Zeit, wo bei der VRAM-Bestückung bei Nvidia gegeizt wird, wohl hoffentlich endlich vorbei ist. Das hilft jetzt zwei RTX 3080 Besitzern, welche auch zukünftig mit lediglich 10 GB auskommen müssen, zwar relativ wenig, untermauert aber auch nochmal die Gerüchte rund um eine RTX 3080 Ti mit ganzen 20 GB. Auch bei der RTX 3060 sitzt Nvidia übrigens im Allgemeinen auf dasselbe Kühlkonzept wie bei der regulären 3060 Ti. Der Release soll hier bereits schon Ende Februar sein. Es ist aber davon auszugehen, dass auch die RTX 3060 in puncto Verfügbarkeit leider dasselbe Schicksal teilen wird, wie alle anderen Grafikkartenmodelle, die letztes Jahr erschienen sind. Daher ist davon auszugehen, dass langfristig die RTX 3060 eher für 400 Euro über die Ladentheke gehen wird, bis sich die Verfügbarkeit endlich wieder normalisiert. Kommen wir nun zu News Nummer 2. Auch Intel hat die CES genutzt, um seine neuen Rocket Lake CPUs offiziell vorzustellen. Eine kleine Besonderheit ist hierbei, dass die neuen CPUs zum ersten Mal auf einer komplett neuen Architektur basieren. Der Vorteil liegt hier ganz klar auf der Hand. Denn obwohl hier auch nur wieder das 14-Nanometer-Verfahren zum Einsatz kommt, hat die neue Architektur doch eine relativ hohe Leistungssteigerung zufolge. Der Nachteil ist allerdings, dass mit dieser Architektur technisch einfach nicht mehr als 8 Kerne möglich sind. So dass das zukünftige Flaggschiff der 11900K auf ganze 2 Kerne und 4 Threads gegenüber dem Vorgängermodell verzichten muss. Da hier beim reinen Gaming mehr als 8 Kerne kaum einen nennenswerten Vorteil bringen, ist das Ganze zwar schade, aber halb so schlimm. Um nun das Leistungsplus der Rocket Lake CPUs mal in Zahlen
Zahlen etwas besser wiederzugeben, schauen wir uns mal den IPC-Wert etwas genauer an. Intel hat hier offiziell angegeben, dass die IPC-Leistungssteigerung rund 19% höher sein soll als bei einem 10900K der alten Generation, was schon wirklich sehr beeindruckend wäre. Bevor wir jetzt gleich zu den offiziellen Benchmarks des 10900K übergehen, schauen wir uns aber erstmal vorab die technischen Daten der CPU nochmal etwas genauer an. Wie schon bereits erwähnt, er verfügt der 11900K lediglich nur noch über 8 Kerne und 16 Threads. Der Basistakt beläuft sich hier auf 4,8 und der Boosttakt auf ganze 5,3 GHz. TDP ist hier identisch zum 10900K und beläuft sich demnach weiterhin auf 125 Watt. Nur beim PL2-Modus kann hier der 11900K kurzzeitig für 56 Sekunden bis zu beachtliche 250 Watt aus der Dose ziehen. Ebenfalls sehr nett ist auch, dass endlich auch bei Intel PCI Express 4.0 mit von der Partie ist. Sogar ein neues 500er Mainboard soll hierfür nicht zwingend notwendig sein. Verwendet man hier noch ein älteres 400er Mainboard, rate ich allerdings vor dem Kauf noch einmal, sich sicherheitshalber über unabhängige Reviews bzw. Forum noch einmal genauer darüber zu informieren, ob hier PCI Express bzw. auch im Generellen die neuen Rocket Lake CPUs wirklich problemlos unterstützt werden. Die neuen 500er Boards bieten hier im Vergleich eigentlich nur mehr USB-Ports und einen schnelleren DMI-Link. Natürlich wird es aber auch hier auf meinem YouTube-Kanal Hardware on Point auch in näherer Zukunft ein Review zum 11900K geben, sobald dieser verfügbar ist, bei dem ich diese Aspekte aber nochmal etwas genauer beleuchten werde. Wen das Ganze interessiert und das Review nicht verpassen möchte, kann gerne mal auf meinen Kanal vorbeischauen und ein Abo dalassen. Sowohl den Link zum Kanal als auch zu unseren anderen PCAMG Social Media Kanälen findet ihr wie immer unter dem Video in den Kommentaren. Nun ist das Ganze aber recht theoriebasierend. Daher schauen wir uns jetzt einmal in Form von Intels hauseigenen Gaming-Benchmarks an, wie sich der 10900K so in der Praxis gegenüber den 5900X schlägt. Behaltet hier aber auch im Hinterkopf, dass Intel wie auch jeder andere Hersteller natürlich auch immer die Spiele auswählt, welche am besten mit den neuen CPUs harmonieren. Ist ja auch klar, sie möchten schließlich wie jeder andere auch ihre neuen CPUs von der Schokoladenseite präsentieren. Für gewöhnlich stimmen natürlich auch solche Benchmarks mit der tatsächlichen Leistung überein, nichtsdestotrotz wollte ich euch dennoch nochmal kurz darauf hinweisen. Das Testsystem basierte hier übrigens auf einem Z490 Mainboard, einer RTX 3080 und einem Arbeitsspeicher mit 3200 MHz. Wie schon bereits mehrfach erwähnt, tritt hier ein 11900K gegen seinen Erzfeind, den Ryzen 5900X an. Bei den von Intel gewählten Spielen ist hier durchweg ersichtlich, dass der 11900K in allen Spielen zwischen 2 bis 8% schneller ist. Im Durchschnitt kann man also in diesen Benchmarks festhalten, dass der 11900X rund 3 bis 5% schneller ist als die rote Konkurrenz. Und das ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Ergebnis. Außerdem stellte Intel übrigens im Zuge der CES das Feature Risible Bard vor. Dies ist die Antwort auf AMDs SAM-Funktion und ermöglicht es ebenfalls, dass die CPU auf den kompletten VRAM der Grafikkarte zurückgreifen kann, um so die Leistung noch einmal zusätzlich minimal zu steigern. Für die RTX 3060 soll dieses Feature übrigens sogar schon beim Release zur Verfügung stehen. Für alle anderen bisher erschienenen RTX 3000er Grafikkarten wird das Ganze aber noch in Form eines BIOS-Updates, welches man durchführen muss, etwas später nachgereicht. Einen genauen Release-Termin hat Intel hier aber noch nicht genannt, lediglich, dass die neuen Rocket-CPUs innerhalb des ersten Quartals 2021 erscheinen sollen. Daher ist hier spätestens Ende März mit einem offiziellen Release zu rechnen. Es bleibt also weiterhin spannend im Hardware-Markt. Wenn euch das Format übrigens gefällt und ihr auch zukünftig keine News mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne mal unserer PCAMG-Fanpage ein Like da. Jetzt zum Schluss interessiert uns natürlich auch wieder eure Meinung zu dem Thema. Wie interessant ist für euch ein 10900K? Was haltet ihr von der RTX 3060 mit 12 GB VRAM? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Ciao.